Das hier ist aber einfach mal die Prototyp-Alpha-Version von Stumble Guys. Und er rennt einfach mal von hinten in das Ziel rein. Schaut euch das an. Er hat sich einfach so qualifiziert. Wir schauen uns heute einfach mal die Evolution von den Stumble Guys Versionen an. Wie sich das ganze Spiel verändert hat, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ich bin mir sicher, ihr kennt nicht die ganze Evolution. Denn es gibt einen Alpha-Teil, den habt ihr garantiert noch nie gesehen. Oh mein Gott, Leute, lasst mal ein Like da, schreibt mal in die Kommentare, seit wann spielt ihr Stumble Guys? Ich spiele es ja ungefähr so seit April. Und ja, hier sehen wir Super Slide in der, was war das nochmal genau? Das war Super Slide in der Public Version. Das hier war einfach mal Super Slide in der Beta-Version. Wir sehen hier, haben wir einfach so einen Zaun. Der wurde dann, glaube ich, ist der momentan immer noch da, der Zaun? Bin mir ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen Zaun in der Beta-Version. Wurde quasi hinzugefügt, weil ihr seht wahrscheinlich schon, damals konnte man einfach von einer auf die andere Seite sliden. Das war damals so ein kleiner Bug, nenne ich das Ganze einfach mal. Hier sieht man es auch nochmal. Zack, hier, man konnte einfach so drüber sliden. Super geil gewesen. Schade, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, aber naja, so ist es halt. Hier sehen wir einfach mal Lost Temple in der Beta-Version. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig den Unterschied sehe ich auf dem allerersten Blick nicht. Sieht für mich zumindest so aus wie Lost Temple auch heutzutage. Also falls sich da irgendwas verändert hat, dann bin ich anscheinend zu blind, um das zu erkennen. Hier haben wir die Hindernisse, kennen wir ja von heute auch noch. Und auch die Hammer, kennen wir ja alles von heutzutage. Also anscheinend war das hier in der Beta genauso wie in der Alpha. Da hat sich nicht wirklich was getan. Hier Block Dash auch in der Beta-Version. Da muss ich auch sofort sagen, habe ich auch keinen Unterschied gesehen. Also Block Bash, Block Dash. Nee, warte mal, Block Bash, Block Dash, Block Bash. Lol, wie hieß es nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat sich hier auch nicht wirklich was getan. Ist genauso, wie wir es heute kennen. Aber ja, krass, dass sich eigentlich dort nichts verändert hat. Hier sehen wir die erste Icy Heights Map in der Version 0.3. Leute, die Map sieht auf jeden Fall sehr, sehr heftig aus. Also ich würde diese Map sehr gerne heutzutage mal spielen. Das wäre, glaube ich, richtig cool, wenn man so eine Map nochmal ausprobieren könnte. Ne? Also Icy Heights hier in der ganz alten Variante. Man konnte auch nicht da durchspringen, damals zumindest. Also durch diese Schneeballkanone. Es war quasi wie so ein festes Objekt. Wir sehen es, zack, wenn man hier versucht durchzuspringen, da passiert leider, leider nichts. Ich glaube, heutzutage kann man ja sogar durch die Kanonen springen, wenn ich mich nicht täusche. Und auch ganz interessant, dass der Steg hier noch so ein bisschen anders ist, ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber es wird noch verrückter, denn ich habe mir das Video natürlich schon angeschaut, weil ich euch auch ein paar Sachen präsentieren möchte. Aber es gibt eine Sache hier, wo ich mir dachte, was? Das geht? Wie krass ist das denn? Genau, und dann mit der Version 0.28 kam dann die Icy Heights Variante, die wir heutzutage kennen. Hier ist nicht wirklich ein Unterschied zur heutigen Version. Zumindest erkenne ich keinen Unterschied zur heutigen Version. Aber interessanter wird es jetzt auf dieser Map hier. Das hier ist Version 0.3. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier Humble Stumble? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist diese Map komplett anders in der Version 0.3 gewesen. Also absolut gar kein Vergleich mehr zur heutigen Version. Ich muss aber sagen, würde ich auch feiern, also wenn es diese Map auch noch im Spiel geben würde. So Art, ja, so zwei Arten von dieser Map, sag ich jetzt mal. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass fühlen, wenn man vielleicht beide Maps spielen könnte und nicht nur eine. Ich meine, sieht ja auch fast aus wie eine komplett andere Map. Deswegen, auch wenn es keine krasse Map ist, würde ich das zumindest sehr, sehr gut finden. Aber ja, hier sehen wir auf jeden Fall, rennt der Spieler nicht durchs Ziel, sondern, das ist das Krasse, was ich meinte, der Spieler zeigt hier nochmal, dass man auch außen laufen kann und läuft dann einfach mal so durchs Ziel. Hä, warte mal, nee, das war eine andere Map. Man kann tatsächlich in der Version 0.28, das war auf dieser Map hier, wobei, ich bin mir jetzt unsicher. Irgendwo konnte man hinten ins Ziel reinlaufen. Das war ganz, ganz komisch. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber das ist, glaube ich, die Map heutzutage, wie sie aussieht.
Und das ist ja, glaube ich, Humble Stumble, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal. Aber hier rennt er ganz normal durchs Ziel. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Also ihr werdet schon verstehen, was ich meine. Hier, das ist Pivot Push. Die kennen wir ja auch. Es haben sich hier halt nur so Kleinigkeiten verändert, ne? Zum Beispiel die Plattform, wie man nach oben gepusht wird, sehen halt ein bisschen anders aus. Also, ne, das, denke ich mal, ist ersichtlich. Hier auch dieses ganze Gerüst sieht ein bisschen anders aus. Also, ja, doch, es haben sich wohl doch ein paar Sachen verändert. Also zu sagen, dass sich hier nichts verändert hat. Und natürlich die Hammergeschwindigkeit und die Trampolinposition sowie auch die Mauer, die sich deutlich langsamer bewegt und auch deutlich höher ist. Das sind so die gravierendsten Unterschiede. Und was ich jetzt so heftig fand, war Titanfall in der Version 0.3. Denn hier ist es tatsächlich so, dass die Map ein bisschen anders aussieht. Okay, das ist halt so. Aber das ist noch nicht der krasse Punkt. Denn was ich so krass finde, ist gleich das Ziel. Denn am Ziel ist eine Sache, die ich schon sehr interessant fand. Also ich wusste nicht, dass das möglich ist. Also ich musste zweimal zurückspulen, als ich das gesehen habe. Weil ich dachte, ich habe falsch geschaut. Aber ihr seht ja gleich, was ich meine. Hier sehen wir auch, dass die Bots damals auch schon absolut lost waren. Aber hier sehen wir, bam, er rennt ins Ziel rein. Aber er geht nicht den klassischen Weg ins Ziel. Sondern er wartet noch ein bisschen, ne, lässt sich auf jeden Fall deutlich Zeit. Und er rennt einfach mal von hinten in das Ziel rein. Schaut euch das an. Er hat sich einfach so qualifiziert, obwohl er eigentlich gar nicht im Ziel drin war. Also super random, dass der da einfach von hinten ja, ins Ziel reinlaufen konnte. Ich meine, heutzutage funktioniert das auf gar keiner Map mehr. So, und dann sehen wir hier in der Version 0.28 gab es auch so ein kleines Update. Aber ja, in dem Update hier hat das dann, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Da läuft er nämlich ganz normal durchs Ziel. Das hier ist aber einfach mal die Prototyp-Alpha-Version von Stumble Guys. Leute, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das hier war Stumble Guys einfach damals in der Entwicklung. Hier sehen wir auch nochmal so die Parallelen hier zur Map. Das müsste, glaube ich, auch Humble Stumble sein. Hier sehen wir, wie die Hammer damals aussahen, oben rechts. Also diese Prototypen-Hammer und wie sie dann endgültig in das Spiel hereingebracht wurden. Also super interessant, meiner Meinung nach. Aber es geht noch weiter, Leute. Es geht noch weiter. Also der No-Skin sieht einfach mal so aus. Sieht super komisch aus, wie so eine Art Geist schon, würde ich fast behaupten. Genau, dann sehen wir hier noch ein paar weitere Referenzen. Zum Beispiel hier, das ist der Hammer von Floorflip einfach mal. Oder der Hammer, den wir auch auf Pivot Push kennen. Also sehr, sehr interessant. So sah er damals in der Entwicklung aus und hier sehen wir ihn einfach mal final im Spiel drin. Genau, so sah er als damals aus. Und hier haben wir noch ein paar Plattformen am Start. Also, Leute, super, super interessant zu sehen, wie sich Stumble Guys einfach mal entwickelt hat. Wer hätte das gedacht, dass das Spiel eines Tages mal so aussah? Ne? Aber gut, jedes Spiel fängt so an. Und hier sehen wir einfach mal die Plattformen, wie die Plattformen damals aussahen bei Floorflip. Und das hier links ist ein Foto, wo es, wie es halt heutzutage aussieht. Ey Leute, richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Also das sind tiefe Einblicke in die Vergangenheit von Stumble Guys. Hier sieht man auch, wie die Wippe sich nach vorne und hinten neigt. Also, ne, man sieht's, zack, hier geht sie nochmal ein bisschen nach vorne, die Wippe. Also sehr, sehr krasse Entwicklung. Lasst doch dafür einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann, Leute, und ciao.